Hey, schön, dass du wieder reinschaust. Freut mich sehr, dich hier wieder auf meinem YouTube-Kanal über DAT Mental Coaching, Mental Training begrüßen zu dürfen. Heute erkläre ich dir kurz und knackig, warum du dein volles Potenzial nicht ans Board bringst, warum du dich vielleicht nicht so wohl fühlst im Wettkampf, wie du dich gern fühlen würdest, warum du deine Trainingsleistungen nicht abrufen kannst, wenn es darauf ankommt, warum du möglicherweise schon Datitis hast oder möglicherweise noch oder möglicherweise die Datitis noch bei dir zuschlagen wird. Also, schau bis zum Schluss, denn es gibt auch eine Erklärung und eine Lösung dafür. Also, los geht's. Stell dir bitte vor, das ist ein Dartspiel. Das ist die Oberfläche, das ist die Tiefe und hier willst du hin. Du willst tief eintauchen in das Spiel und möchtest so gut wie möglich werden, logisch, oder auch wenn du Datitis betroffen bist, deine Datitis hinter dir lassen, rauskommen, zurückkommen zum lockeren Werfen. Also das ist ein Dartspiel. Und das bist du als Dartspieler. Dein Dartspiel, du. Nun möchtest du tief eintauchen und sehr viele Spieler haben das folgende Problem. Sie wollen tief eintauchen in das Dartspiel. Ja, und kommen nicht weiter. So sehr sie sich auch bemühen, so sehr sie sich auch anstrengen, so sehr sie auch verbissen, kämpfen, sie kommen nicht tiefer hinein. Irgendwann bleibt es stehen, irgendwann läuft man praktisch gegen eine Wand. Und wenn es ganz krass kommt, dann kickt das Dartspiel dich als Spieler hinaus und du hast Datitis, Datitis, kannst nicht mehr werfen, bist raus aus dem Spiel. Das ist ungefähr so, als wenn man einen Flipper, die Älteren kennen das noch, mit den Kugeln so viel rüttelt, so viel schüttelt, bis er Tilt macht. Ja, dann kannst du machen, was du willst, es bewegt sich nichts mehr. Also, du bist der schwarze Stein in das Dartspiel. Das ist das Glas mit den weißen Steinen. Du willst tief eintauchen, das Beste aus deinem Spiel herausholen und möglichst dein volles Potenzial abschöpfen, das vorhanden ist, denn grundsätzlich in jeder Spieler kann hier tief eintauchen mit den richtigen Schritten. Und die sind nicht einfach nur Equipment wechseln und trainieren wie ein Wahnsinniger. Was kannst du tun, damit du tief eintauchen kannst hier, ohne den Inhalt zu verändern? Das bedeutet, auf DAT übertragen, was kannst du tun, damit du tief in das Spiel eintauchen kannst, in dein Hobby, in deinen Sport, vielleicht in deinen Beruf eintauchen kannst und das Maximum herausholen, ohne dass du das Dartspiel änderst. Denn egal, was du machst, du wirst das Spiel
das Dartspiel nicht verändern können. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Das Dartspiel hat die Anforderungen an dich und du kannst den Inhalt nicht verändern. Also wie kommst du dann tiefer rein? Und einfach verändere dich. Sei nicht der Stein, sei Wasser. Versuche nicht, das Dartspiel deinen Bedürfnissen anzupassen, sondern passe dich den Dartspiel an. Und du füllst das Glas. Du kommst bis dahin, wo du hinkommen willst. Eben mit dem, dass du dich dem Spiel anpasst. Das bedeutet, du musst dich mit deinem Kopf beschäftigen. Denn Dart ist ein Mentalsport. Deshalb wäre es ja fahrlässig, den mentalen Bereich nicht zu trainieren oder nicht zu berücksichtigen. Du hast dich selbst zu ergründen, wo liegen deine Schwächen, wo liegen deine Stärken. Sei selbstbewusst. Lerne über dich selbst, über deine Stärken, deine Schwächen, deine Glaubenssätze, die dich möglicherweise, ja, boykottieren, die dein Spiel boykottieren. Wenn du oft genug in deinem Leben gehört hast, du bist nicht gut genug oder das schaffst du nicht, dann wirst du das wahrscheinlich in dein Dartspiel mitnehmen. Wenn du oft genug gedacht hast, du bist nicht gut genug und das schaffst du nicht und das wird eh nichts. Wenn du negativ oder destruktiv denkst und Denkmuster hast, dann wirst du dich wahnsinnig schwer tun. Wenn du Versagensängste hast, wenn du Zweifel, viele Zweifel hast, dann wirst du dich schwer tun, dass du das Glas füllst. Denn du weißt, du kommst nicht tiefer, wenn du ein Stein bist. Du kommst tiefer, wenn du Wasser bist. Also du musst dich anpassen. Das heißt, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, lerne dich kennen, lerne deine Stärken und Schwächen kennen, deine Ängste, deine Zweifel, deine negativen Glaubenssätze. Arbeite an deinem Denken, deinen Denkmuster, positive Denkmuster, Affirmationen, Visualisierung. Passe dein Training so an, dass sich dein Gehirn im Spiel wohlfühlt. Löse in deinem Unterbewusstsein die Probleme, die Ursachen, die dir das Leben im Dartspiel schwer machen, im Wettkampf und generell in deinem Dartsport. Denn besonders bei der Titelspielern, aber nicht nur bei der Titelspielern, weiß ich aus eigene Erfahrung und auch aus Hunderten von Coachings. Die Probleme, die ein Dartspieler hat, wenn er hinausgeschleudert wird, hat er auf die ein oder andere Weise auch im normalen, sisalfreien oder plastikfreien Leben. Das bedeutet, es sind Probleme, die vorhanden sind, und nur im Dartspiel dann so brutal sichtbar sind, fühlbar sind und ja, dich dann rausfetzen wie einen Formel-1-Wagen, der zu schnell in eine Kurve fährt. Das bedeutet, möglicherweise bist du zu gestresst. Auch Stress ist ein Faktor. Wenn du die ganze Woche mal lochst und einen stressigen Job hast, dann vielleicht sogar noch Familie oder ja, anderen wichtigen Sachen nachkommen musst, die dich auch voll fordern und am Wochenende du dann ein Turnier hast,
oder ein Ligaspiel und da auch voll unter Druck stehst und Leistungsdruck stehst und vielleicht denkst, du bist der, der die Mannschaft retten muss und ohne deine Punkte geht es gar nicht, da musst du dich nicht wundern, wenn dein System zusammencrasht. Ja, das kann bis zur eben Tatitis führen. Doch Tatitis ist keine Krankheit, das hat eine Ursache und die Ursache bist ganz alleine du. Genauso bist du die Ursache, wenn du nervös bist im Wettkampf, wenn du deinen Average vom Training im Wettkampf, in wichtigen Wettkämpfen dann um 15 oder 20 Punkte einbricht, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du verkrampft deine Darts wirfst. Es gibt nur eine Ursache. Du bist der Stein und nicht das Wasser, das sich anpasst. Also sei das Wasser. Wie du das sein kannst, ist, beschäftige dich mit deinem Kopf und gehe die richtigen Schritte. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann empfehle ich dir mein neues Buch Head Games 2.0. Das erste Buch habe ich 2016 geschrieben und das ist jetzt das 2.0, Head Games 2.0. Es sind knapp 300 Seiten PDF und knapp 7 Stunden MP3-Audio-Dateien zum Download. So, und hier geht es genau um dieses Thema. Wie gleichst du dich an? Wie passt du dich an, so dass du dich wohlfühlst dabei und auch den Effekt hast, dass du in deinem Leben dich auch noch wohler fühlst, dass du für Ausgleich sorgst, Routinen schaffst für dein Dartspiel, die du aber immer wieder auch in dein Leben integrieren kannst, weil du entspannter und gelassener wirst. Ja. Das Leben ist stressig, ich weiß. Ich lebe nicht umsonst auf einer Insel am Strand nach einem Herzinfarkt und weiß genau, dass man extrem aufpassen muss, dass man nicht eben auch als Mensch aus der Kurve geschleudert wird. Head Games 2, du siehst den Link hier unten in der Beschreibung, kann ich dir empfehlen. Und es ist noch eine Facebook-Gruppe, eigentlich gedacht für die Vorbucher, aber ich will sie noch ein bisschen füllen, damit ein bisschen Leben drin ist. Also nutze die Gelegenheit, schlag jetzt zu, es wird dich weiterbringen. Und ja, selbst wenn du nicht gerne liest, lies das Buch, hör dir die Audiodateien an, nachdem du das Buch gelesen hast. Und dann weißt du, was dich weiterbringt, was dich aus der Tatitis rausführen kann. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der Facebook-Gruppe oder du schreibst mir auch, wenn du sonst irgendwie Fragen hast, dann per Mail. Ja, also, sei nicht der Stein. Sei das Wasser oder für Dartspieler das Bier. Also, ciao, ciao.